Neues wünsche ich euch. Ja, wir sind im neuen Jahrzehnt da, guck mal, 2020. Neues Jahr, neues Glück, neues Jahrzehnt, neues Glück. Kurz nach 0 Uhr, wir haben gerade angestoßen. Und meine übliche Runde, wie jedes Jahr, in der Stall. Ja, die Leute haben wieder zu viel Geld, eindeutig. Es wird wieder mal übertrieben, wie man sieht. Naja, sogar Silvester ist nicht meins. Ich für mich, ich kann auf den Mist verzichten. Braucht's nicht. Ist für mich nur Stress, ist für die Viecher nur Stress. Egal. Was rech ich mich auf? Nutzt ja eh nichts. Schauen wir mal rein, ob alles gut ist. Na, Gandhi? Emma? Maggie? Jogel? Ah, die haben sich selber eingesperrt. Das schaut natürlich jetzt ein wenig aus. Aber gut, die Emma hat die Tür zugemacht. Alles gut, gell? Ja. Passt schon. Passt schon. Passt schon. Alles gut. Der ist bloß zugeschoben. Alles klar. Tür ist bloß zugeschoben. Ich habe mich jetzt doch entschieden, ich tue sie nicht neu. Wenn das da dahinter das Randalieren dann anfangen, ist auch nicht gut. Ich weiß, für euch ist das schlimm, ne? Auch immer. Hm. Hm. Passt schon. Andi. Andi. Du kennst es doch vom letzten Jahr. Ja, ich mach die Tür jetzt nicht auf, nicht, dass er jetzt rausfing. Aber im Grunde genommen ist das jetzt dann auch nicht schlimm. Die Tür können sie selber wieder aufmachen und Emma beherrscht das ja, wie gesagt, die kann Türen öffnen und schließen. Ich tue ihnen noch ein wenig Heu rein. Dann haben sie noch eine Beschäftigung. Das lenkt ein wenig ab von dem Ganzen hier. Schauen wir. So. Nochmal eine schöne Hand Heu. Flupp. Bisschen was in die Raufe rein. Gut, also hier schaut es relativ ruhig und entspannt aus, soweit so gut. Das passt. Meine übliche Kontrollrunde für die ganzen Silvester, die letzten Jahre. Eh klar, ihr erinnert euch an letztes Jahr, da war es nicht anders. Naja. Ja, ich hoffe auf alle Fälle, ihr seid alle gut rübergerutscht und nicht so weit gerutscht. Das neue Jahr haben wir. Ja, ja, ist gut. Bei mir könnte das wieder bleiben lassen. Naja. Also wie gesagt, ich halte ja von dem ganzen Jahreswechsel mit der Knallerei überhaupt nichts. Ich gehöre dazu, ja, und dann bitte doch an einem zentralen Punkt, meinetwegen für irgendwelche Pyrotechniker-Profis auf einem zentralen Platz und nicht jede Privatperson da haben. Das Übliche halt, ne? Ja, was soll ich bloß sagen? Schauen wir nochmal eine Runde. Ich glaube, das Schweinchen wird es weniger stören. Na ihr? Ja, ihr denkt, wir müssen ans Fressen gehen. Ich glaube, die zwei sind relativ entspannt, wie die Ausschauer. Gibt's da Futter? Gibt's da Futter? Nee, gibt natürlich jetzt kein Futter. Und die Hühner? Ja, die hocken auf ihrer Stängler. Das ist auch soweit alles gut. Okay, Runde beendet. Passt soweit alles. Ich habe vorhin schon mal eine Runde gedreht. Und spät wird es gewesen sein. Halb elf oder sowas, halb dreiviertel elf. Da war ich ja mal draußen. Ich habe eine Runde gedreht mit den Hunden, an der Leine selbstverständlich. Sicher ist sicher. Ich habe gerade einen guten Moment abgepasst. Hat nichts geknallt, es hat gepasst. Schaut mal. Da habt ihr doch noch eine Kleinigkeit. Will ja nicht so sein, die Pferde haben auch was gekriegt. Ja, also ich glaube, die Schweinchen nehmen das relativ gelassen, die stören das weniger.
hinten bei den Pferden sieht man schon, dass sie ein bisschen Angst haben. Oder beim Gandhi. Aber gut, ich denke, das ist erträglich. Das wird schon langsam, aber sicher wieder weniger als vorhin schon mal ein wenig krasser. Naja. Wie gesagt, ich halte von dem Jahreswechsel und dem ganzen Gedöns hier nichts. Ist halt so. Die Runde ist auf jeden Fall beendet. Die hinten haben noch mal was gekriegt. Das ist soweit gut. Wenn die Emma dann merkt, dass es draußen ruhiger wird, brauche ich mir keine Gedanken machen. Die macht sich die Tür ganz alleine auf. Früher mussten wir die Tür hinten immer zusperren mit dem Schlüssel. Weil, wenn du nicht zugesperrt hast, die hat die Tür nicht mehr aufgemacht. Also sie kann Griffe betätigen, kann die Tür auf und zu machen. Hat sie mit den Ziegen ausgesperrt. Ja. Gut. So weit, so gut. Ja, mal eine Korde drin, der Tiger, der ist im Treppenhaus. Mal Paula, die türkische Fahne ist im Treppenhaus. Die gehen ja aktuell nicht wieder in die Wohnung rein. Der Tiger dreht ein bisschen durch. Ich meine, deswegen habe ich sie eingesperrt. Sicher ist sicher. Die Paula interessiert das Ganze wieder weniger. Naja. Gut, soweit so gut. Ich schaue dann später noch einmal aus, das werde ich aber dann nicht mehr filmen. Noch einmal Runde, wenn es ein wenig ruhiger wird. Und dann gucken wir mal, ob es soweit schaut es eigentlich in Ordnung aus, es passt. Ach ja, ich dachte ein bisschen Stress. Auch für die Tiere. Und wie ich immer sage, da in dem Moment, da denkt dann wieder keiner dran, dass es Viecher gibt. Da wird einfach aufgeballert und ja, sonst haben sie alle, die haben kein Geld das ganze Jahr über. Aber jetzt Silvester, da kann man dann für hunderte Euro das Zeug aufschießen. Das ja an dieser Stelle hier auch einmal gesagt, für die ganzen Fridays for Future Aktivisten und Anhänger auch nicht gut für die Umwelt ist, und ich möchte wetten, da sind genug von denen dabei, die jetzt auch im Moment draußen stehen und was hochballern. Packt euch einmal an der eigenen Nase, dann wisst ihr es. Und ja, an alle, die immer jammern, die haben nicht genug Geld, dann lasst sowas auch bleiben, dann macht sowas auch nicht. Geht dann an einen zentralen Punkt. Sowas könnte mal die Politik durchsetzen. Was das an Feinstaub da draußen produziert, was das an Schäden produziert, wie viele Brände das es wieder gibt, was dadurch an Wildunfälle passiert, was dadurch an Hunde und Katzen wieder sterben, weil sie auch verstört draußen rumrennen, vielleicht auch, weil die Leute nicht dran gedacht haben, sie Ei zu ersparen. Darf man gar nicht dran denken, die Viecher in die Ställe drin sind panisch. Ich meine, man sieht den Gandhi an, er ist gestresst. Er ist jetzt nicht panisch, aber du siehst ihn an, dass er Stress hat. Und ja, für mich bedeutet das auch immer Stress, da rennst du bloß. So werde ich halt wieder die halbe Nacht quasi rennen. Die Hunde nehme ich jetzt extra nicht mit raus. Ja, ich war vorhin noch einmal mit ihnen. Der Willi hat allerdings nicht mehr gekackt. Das könnte natürlich jetzt zur Folge haben, dass er dann heute noch da mal macht. Weil solange es knallt, will ich mit ihnen ungern aus. Kann es natürlich passieren, dass er heute noch dann in der Wohnung macht. Ja gut, das Risiko muss ich jetzt eingehen. Mal schauen, vielleicht wird es dann ein wenig ruhiger. Hoffen wir es mal. Gut, erste Runde beendigt. Und ja, ich denke, wir sehen uns dann irgendwann im Laufe des Tages dann noch einmal, wenn ich ausgeschlafen habe, wenn die Hunde wieder ruhig sind und wenn die Nacht vorbei ist und die Knallerei rum ist. Auf jeden Fall erst einmal ein gesundes neues Jahr und ein gesundes neues Jahrzehnt. Wir sehen uns. So, den Neujahrstag haben wir dann auch überstanden. Ich habe gesagt, ich melde mich zurück. Ist mittlerweile der 1. Januar abends. Wir sind im neuen Jahrzehnt angekommen. Ich habe heute früh schon gesagt, habe gerade meine ganzen Ställe gemacht. Ich war bei der Emma jetzt hier hinten. Die futtern gerade Melone und was ich ihnen halt gebracht habe, wegen Obst. Hier ist alles gefroren, wie man sieht. Nichts mehr Schlammschlacht. Jetzt haben wir hier so richtige Eisklunsen. Wir hatten heute Nacht minus 3 Grad und über den Tag waren es jetzt dann verteilt immer noch minus 0,5, also es hat nicht wirklich getaut. In der Sonne ja, da sieht man es, wo die Sonne hingekommen ist, ein bisschen, das Oberflächliche, aber es sind noch genug Stellen, wo es richtig weiß ist.
der Boden ist immer noch knüppelhart. Schön so. Endlich mal ein wenig kalt. Ja, ich bin jetzt hier hinten. Ich fülle gerade das Wasser auf bei denen. Muss ich jetzt ein wenig umsichtig sein, dass ich nicht über den Behälter auslaufen lasse. Weil überall, wo das nachläuft, habe ich natürlich dann gleich Eisplatten. Und bevor sich meine Viecher die Haxen brechen, lieber frühzeitig den Schlauch umstecken. Ich mache jetzt nur die zwei Kübel voll, weil natürlich durch das Eis, ich habe keine Heizung hier, friert das immer wieder zu. Und wenn ich da drei Kübel mache, frieren drei zu, der Haufen Wasser. Ich klopfe es dann immer aus, tue das Eiszeug raus, schmeiße es raus, sammle hier wieder, wie letztes Jahr. Und ja, dann ist ja wieder frei, es friert ja jede Nacht wieder zu. Ist nicht optimal. Mal gucken, vielleicht finde ich da irgendwann eine gescheite Lösung oder so dafür. Ich mag es jetzt, wie gesagt, in der Alternative immer so. Ich mache nicht so viel Kübel voll. Die Badewanne lasse ich leer. Die kommt sowieso jetzt dann einmal raus. Ich habe dafür noch zwei Mattelkübel, die mit hierher kommen. Ihr wisst ja, ich habe einen Plan. Zwecks der Adele. Das wird noch ein kleines bisschen dauern. Irgendwann nach dem 12. müssen wir mal gucken. Ja, auf jeden Fall hier hinten. Soweit, so gut. Hier bin ich fertig. Bei den Schweinchen unten war ich. Die haben jetzt Futter gekriegt und frisches Wasser und die Hühner natürlich auch. Ich habe heute früh, in aller Herrgottsfrüh, da natürlich noch einmal Runden gedreht. War alles gut. Die Emma hat sich die ganze Zeit noch eingesperrt gelassen. Und wie ich sie dann heute früh alle versorgt habe, um 9 Uhr, ich hatte Schweine ausgelassen, habe, ja, ich muss später dran mit auslassen, bin ich da runtergekommen, habe ich denen auch noch ein Futter gebracht, ein Obst und Gemüse. Und steht da außen vor dem Zaun und schaue so rüber, denke ich, na, die Tür ist ja immer noch zu. Ja, ich habe zweimal gerufen und so hat sie die Tür aufgemacht. Die packt sie dann immer vorne mit der Zeh, die Klinken, und ziehe ich die Tür noch auf und dann sind sie alle vier wieder rausmarschiert und haben sich über ihr Futter gefreut. Also die ist nicht blöd. Die macht dann einfach zu, die will ihr Ruhe haben und dann schottendicht, Schnauze voll. Naja, recht haben sie. Ja, dann ist hier hinten auf jeden Fall auch fertig. Dieses Mal haben wir das Ganze gut überstanden. Ist auch gut so. Hätte ja wieder irgendwas passieren können. Also ich bin wieder dankbar, dass wir Silvester noch so unbeschadet überstanden gehabt haben. Ah, die Hunde haben es gut verkraftet. Gell, Willi? Euch hat es auch nichts gemacht. Mit denen war ich dann einfach nicht mehr draußen. Habe ich mir nicht getraut. Angestellt haben sie aber auch nichts. Also Respekt, die waren brav. Die ganze Nacht haben sie auch geschlafen. Ja, und damit ist dann Silvester rum. Jetzt haben wir wieder ein paar durch Zeit. Bis zum nächsten Mal, bis wieder was ist. Ein Glück. Gut, hier hinten fertig. Das war's dann auch für den ersten. Morgen werde ich wahrscheinlich einmal, muss ich gucken, je nachdem, ob jemand daheim ist, mit dem IHC und mit dem Zweiachser auf Winscherhach fahren. Kriege ich vor einem Bekannten wieder ein Hühnerfutter, weil mein Big Bag, was ich gehabt habe, ist leer. Fahre ich wieder rüber, kriege ich wieder ein Big Bag voll Hühnerfutter, was oder Gaschen oder was ich halt will. Muss ich mir selber abfüllen und dann haben die wieder was zu fressen. Ja, passt doch. Gut, ich drehe hier mal das Wasser aus und läuft gleich über. Und wir sehen uns später wieder. So Leute, jetzt haben wir mittlerweile Donnerstagabend. Und tja, wer jetzt erwartet hat, jetzt kommt die Stelle, wo ich endlich auf dem Bulldog sitze und wieder mal Bulldog fahre. Nee, hat sich leider nicht so ergeben. Hat heute nicht gepasst. Ist aber eigentlich auch nicht dramatisch. Ich habe noch ein wenig Futter unten bei den Hühnern. Mal gucken, vielleicht dann morgen oder so. Weiß ich noch nicht. Hat jedenfalls nicht gepasst. Wer sich wundert, was da im Hintergrund so komisch klappert, ich könnte auch den Sound dazu einschalten, aber das wäre jetzt, glaube ich, nicht so toll. Ich habe ja, eine alte LGB ja mal aufgebaut. Lehmann Großbahn, Gartenbahn, also die war zeitlang jetzt bei meinen Eltern oben aufgebaut. In der Wohnung, jetzt habe ich sie hier runter und habe sie hier unten am gefahren. Ist für die Katzen ganz schön und über Weihnachten kann man sowas schon mal aufbauen. Es liegt das ganze Jahr nur rum. Die haben ja als Kinder mal vor Jahren gekriegt gehabt und ja, mir kommt eigentlich das ganze Jahr gar nicht dazu, aber zu Weihnachten kann man sie einfach mal fahren lassen. Jetzt habe ich ein wenig einen Schienenkreis gebaut, geht hier unter meinem Weihnachtsbaum da vorne durch, hinter dem Hocker entlang, hier rum, da entlang, hinten rum beim Aquarium,
Und ja, kommt dann da hinten an der Fensterfront wieder vor Richtung Tannenbaum. Fährt so ein wenig im Kreis. Ja, ist mal ein wenig Abwechslung. Hat man sonst das ganze Jahr über nicht. So ist auch mal schön zu sehen und passt doch auch. Ja, nachdem ich jetzt im Bulldog fahre, habe ich mir überlegt, wir könnten dann heute mal ein paar Fragen durchgehen, beziehungsweise die Kommentare von den letzten Videos. Es ist sonst nichts weiter passiert. Ich gebe aber mal ganz ehrlich zu, Weihnachten, ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub gehabt. Ich habe zwar gesagt, ich mache meine Flüge, wenn ich soweit bin, dass ich Urlaub habe, aber da ist in der Hinsicht nichts passiert. Die Halle war eh belegt. Da hat der Vater den blauen Smart zerlegt gehabt und repariert. Da war ein Motor was zu machen. Und ja, dann stand halt einfach einmal ein bisschen Ruhe an. Ist über die Feiertage und über Weihnachten vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Man rennt das ganze Jahr wie ein Blöder. Schießt da der Kreuz die Quer, macht die Arbeit, macht Zellarbeiten, rennt da, rennt dort und hat eigentlich nie wirklich Urlaub, nie wirklich Zeit. Nie die Zeit, dass man ein wenig ausspannt. Ich meine, wir haben nur einen Nebenerwerb, aber ich gehe auf die Arbeit, hauptberuflich. Da bin ich 9 Stunden am Tag weg. Dann komme ich heim, dann mal in meinen Stall und was bleibt dann vom Tag noch viel übrig? Das ist nicht mehr die Welt. Ja, da bleibt nicht mehr die Welt übrig. Und wenn wir dann über Weihnachten und den Weihnachtsurlaub mal so verbringen, ist vielleicht auch nicht verkehrt. Ich habe jetzt im neuen Jahr, also in dem Jahr, insgesamt 39 Tage Urlaub. Die werde ich mit Sicherheit wieder nicht alle wegkriegen. Und die meisten Urlaubstage, die ich wegmache, die bestehen ja dann doch wieder aus Arbeit. Also dreschen, ackern, säen, Wiesen abschleppen oder es gibt genug Arbeiten, die anstehen. Und von daher würde ich sagen, ja, komme es einmal über die Feiertage ein wenig ruhig angehen lassen. Und das neue Jahr startet nächste Woche Dienstag bei mir wieder voll durch. Dann geht es wieder auf die Arbeit. Dann heißt es wieder der normale Alltag. Und ja, dann kommen ja längere Zeit keine Feiertage. Also, wie gesagt, einfach immer ein wenig entspannt. Seht es mir nicht nach, wenn das erste Video im neuen Jahr dann etwas ja, mehr laberlastig ist. Ist ja aber auch nicht verkehrt. Ich meine, das letzte Video war ja lang genug, ne? Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal die Kommentare durch. Und dazu nehme ich mal das Handy. Dann schauen wir mal. So, ich habe mir jetzt hier ein bisschen gemütlich gemacht. Ein Feierabendbier für heute. Auch wenn ich nicht viel gemacht habe. Doch, ich habe heute was gemacht. Ich habe 2 Bewegungsmelder außen am Haus ausgetauscht. Die alten waren kaputt. Die Sonneneinstrahlung hat sie... naja, das Glas vorne war gebrochen. Die standen unter Wasser, haben nicht mehr funktioniert. Gute Dinge, die waren jetzt 30 Jahre alt. Da konnten schon mal neue noch. Von daher, ich habe heute was gemacht. Ich habe mir es verdient. Gut. Ihr kennt es ja. Ganz selten kommt es vor bei mir. Aber manchmal trinke ich ja in meine Livestream auch eins. Apropos Livestream. Gleich mal vorweg. Da haben mich viele schon gefragt, ob da mal wieder einer kommt. Ja. Am Samstag, denke ich mal. Vielleicht auch morgen Abend. Mal sehen. Entweder morgen Abend oder am Samstagabend werde ich einen machen. Allerdings wird er nur übers Handy. Oh, das klang jetzt nicht gut. Ich glaube, wir machen die mal aus für den Moment. So, ich habe die Eisenbahn jetzt einmal ausgeschaltet. Die stört dann nicht im Hintergrund. Darauf habe ich schon lange gewartet, dass das einmal wieder passiert. Früher war das ja immer häufig in die Videos. Da stand die Uhr immer in meinem Schlafzimmer. Schlafwohnzimmer. Ja, jetzt sitzen wir gerade im Wohnzimmer, wo vielleicht jetzt keine so gute Idee. Erst das die Eisenbahn, die ein wenig Geräusche gemacht hat, jetzt die Uhr. Gut, mich stört sie nicht, aber. Der gute alte Westminster-Schlag. 9-mal geschlagen, es ist mittlerweile 9. Ja, es wird Abend. So, jetzt einmal zu ein paar Fragen aus den letzten Kommentaren. Also. Ich bin gefragt worden, was mit meinem Misthaufen jetzt dann eigentlich ist, ob da jetzt noch hinten einer ist oder nicht. Es ist noch ein Teil hinten, das ist allerdings ja mehr oder minder nur noch Humus bzw. Erde. Der lag schon so lange, den habe ich liegen lassen, der ist mir für die Gewächshäusler gedacht.
Da soll ich mal ein wenig was neu, oder wenn ich bei meiner Hühner unten ein wenig was einstreuen will, ist das immer ganz schön. Das ist kein Mist mehr, das ist wirklich schon total zersetzt. Das ist der reinste Humus, Erdboden. Und den habe ich mir liegen lassen, den Rest habe ich zu meinem Bekannten gefahren. Ja, warum fahre ich das Ganze nicht mit dem Kipper? Ist ganz klar, das saut mir den Kipper unheimlich zusammen. Drauf liegen lassen darf ich es auch nicht, dann gammelt mir bloß der Boden zusammen. Deswegen nehme ich mal Lore. Ist zwar ein wenig häufiger dann zu fahren, aber gut, das ist wurscht. Und wer jetzt sagt, du hast da keine Beleuchtung an der Lore, doch, doch, ich habe eine Beleuchtung. Ich mache an die Lore hinten immer eine Aufsteckbeleuchtung dran, die haben wir schon ewig liegen. War früher schon an der Lore dran, Aufsteckbeleuchtung mit Kabelfurz im Bulldog. So, Folgekennzeichen, jawohl, jetzt macht die nächste Uhr weiter. Ach Gott, die habe ich immer von meiner Oma gekriegt, da schon ewig lang. Vogeluhr, Vogelstimmenuhr, naja, alles macht ein wenig Geräusche. Ja, auf jeden Fall, mit der kann ich über die Straße fahren. Ich fahre natürlich nicht so weit über die Straße. Wo ich es vermeiden kann, vermeide ich es. So, dann wegen meine Videos. Ich habe ja im Weihnachtsvideo, denke ich, oder nach dem Weihnachtsvideo habe ich gesagt, dass ich es ein wenig schade finde, dass ich nicht so viele Aufrufe habe. Und dann, ja, die einen haben geschrieben, was Wunderstich, es ist Weihnachten, da werden nicht so viele aufrufen. Klar, ist richtig. Unter anderem, da hat man natürlich was Besseres zu tun, deswegen habe ich auch keine Livestream gemacht. Aber es ist natürlich schon so, dass viele immer fragen, ob ein Video kommt, und dann wundert man sich doch, dass dann kaum Aufrufe da sind. Ich habe ein paar Tipps gekriegt, was ich ja mal wieder zeigen könnte. Zum Beispiel die Zwischenfrucht unten auf dem Feld und ein Senf, wie der ausschaut. Oder wir könnten auch mal wieder OKF machen, Ortskontrollfahrt. Das wird alles kommen. Neues Jahr, neues Glück, habe ich schon gesagt. Reparaturen oder irgendwelche Instandsetzungen, wie ich es einmal im voriges Jahr gemacht habe, mit der Wägepresse zum Beispiel, Einstellarbeiten. Auch sowas wird auf jeden Fall wieder kommen, definitiv. Ich habe die Pflüge nicht angefangen, wollte ich ja eigentlich machen in meinem Urlaub, aber wie gesagt, die rennen nicht davon, die stehen da. Da findet sich eine andere Gelegenheit. Für sowas muss ich auch Lust haben, weil dann kann ich drüber bleiben. Wenn ich keine Lust habe, dann wird das Ganze sowieso nichts. Ich denke mal, das kennen einige von euch auch. Man muss für gewisse Arbeiten wirklich Lust haben, sonst macht es keinen Sinn. Ja, da wird auf jeden Fall auch was kommen. Wenn am Bulldog was geschraubt wird und das macht der Vorder, das werde ich eher nicht filmen, außer er sagt, ja, das kann ich ja mal filmen. Er will es nicht unbedingt. Er steht nicht gern vor der Kamera. Das müsst ihr akzeptieren. Das habe ich schon mal gesagt. Ich kann nicht jemanden zwingen, dass er sich vor die Kamera stellt und den Hampelmann spült. Wenn er es nicht will, will er es nicht. So, dann, was haben wir denn noch unter anderem für Kommentare gekriegt gehabt? Gucken wir doch mal. Vor allem das letzte Video, wo ich gebacken habe, da kam ja einiges zum Neujahr. Müssen wir mal kurz gucken. Vor allem viele, viele Glückwünsche fürs neue Jahr. Auf jeden Fall vielen Dank. Und auch für den guten Rutsch. Vielen, vielen Dank an alle. Ja, ich hoffe, ihr seid da alle guten übergekommen. Ich meine, wie gesagt, das ist ja relativ zügig dann vorbei gewesen. Gott sei Dank. Knallereitechnisch hier. Die haben es mal wieder übertrieben. Also die Leute, wo ich gefragt habe, die haben alle gesagt, das ist mehr gewesen wie letztes Jahr. Also wie ich schon mal gesagt habe, da in der Nacht doch, wie ich die Kontrolle gemacht habe. Die Leute müssen noch zu viel Geld haben. Die jammern alle, die haben zu wenig Geld, die können sich das nicht leisten, die können sich selbst nicht leisten. Aber auch Silvester dann das größte Feuerwerk machen, das funktioniert. Meine Schwester, die arbeitet ja im Baumarkt. Und die hat gesagt, die hatten da teilweise Bestellungen von einer einzelnen Familie, 600 Euro nur Feuerwerkskörbe. Also, ich weiß ja nicht, aber das entzieht sich mir meinem Verständnis, wozu man das braucht. Ich meine, es kann jeder halten, wie er will, aber für 600 Euro so ein Gelump, das innerhalb von 2 oder 3 Minuten dann weg ist. Also, ich meine, da kann ich meine Geldscheine auch nehmen und kann sie auch zünden, wenn ich will. Aber da jammern sie alle, die haben kein Geld, die können sich keine Lebensmittel nicht leisten. Aber das Feuerwerk, das Silvester, das funktioniert komischerweise. Ja, hat jetzt wieder nichts mit der Frage zu tun gehabt, die hier kam. Aber ich wollte es trotzdem sagen. Ja, die Pizza auf jeden Fall ist geschrieben worden, die hat sehr gut geschmeckt.
die war hervorragend. Die restlichen Stücke, die ich da am zweiten Tag dann gemacht habe, die waren dann auch ruckzuck weg. War wirklich eine erstklassige Pizza, kann ich nur empfehlen nachzumachen. Also wer das einmal probieren möchte, geht auch ohne Holzbackofen, ist auch kein Problem. Ihr könnt es auch im normalen Elektroherd backen. Geschmacklich wird es im Holzbackofen besser, weil er einfach mehr Hitze herbringt. Ich habe abrupt Hitze von unten. Ich habe viel Umlufthitze, also oder Oberhitze auch. Es ist unheimlich heiß. Der Ofen hat teilweise, also am ersten Tag hatten wir knapp 400 Grad zum Backen. Eigentlich viel zu warm. Hat aber bestens funktioniert. Die Pizza, die war innerhalb von 4-5 Minuten fertig. Tipptopp. Der Boden richtig schön knusprig, luftig aufgegangen. Richtig gut. Der Käse oben drauf zu laufen. Also kann ich wirklich empfehlen. Hat sehr gut geschmeckt. Nachmachen, selber probieren. Echt klasse. So. Gucken wir mal. Ist überhaupt noch was gekommen? Ja, Irsin Rainer hat geschrieben, du hast eine KitchenAid daheim. Da bin ich ein bisschen neidisch. Sowas haben wir auf der Arbeit. Es gibt keine bessere Küchenmaschine. Ja, das ist eine KitchenAid, die ich in der Küche stehen habe. Die habe ich mir vor einigen Jahren einmal gekauft. Da habe ich noch als Bäcker gearbeitet. Ich wollte unbedingt so ein Ding haben. Wir hatten die auch auf der Arbeit. Und ich fand die nicht schlecht. Ich habe mir die etwas stärkere Variante gekauft. Die ein bisschen mehr Bums vom Motor bringt. Ich glaube, original haben sie 250 Watt und die draußen müsste 350 Watt haben. Müsste ich jetzt lügen, also irgendwie sowas. Die war auf alle Fälle stärker wie die anderen, wie die Standard. Und es ist eine wirklich top Maschine. Einziger Kritikpunkt, wo ich immer wieder sagen muss, das ist der Einschalter. Der lutscht mit der Zeit aus und dann musst du höllisch aufpassen, dann machst du ihn aus. Und wenn du nur ein bisschen berührst, dann schnappt das Ding wieder rein und geht wieder ein. Ja, ist irgendwie blöd gebaut, finde ich, aber wenn man es weiß, dann kann man damit umgehen. Bei mir steckt sie oben in einer Steckdosenleiste. Mein Schalter funktioniert auch noch, aber die steckt bei mir in einer Steckdosenleiste mit Schalter dran. Also ich kann sie ausschalten. Aber sind gute Maschinen. Teuer in der Anschaffung, aber wenn man sie dann doch öfters einmal braucht, gute Maschinen. So, mal gucken. Ist noch irgendeine Frage gekommen? Ja. Daniel A. hat gefragt, hast du einmal als Bäcker gearbeitet, weil du das so gut kannst? Ja, ich bin ja eigentlich gelernter Bäcker. Ich habe 2008 mal eine Ausbildung angefangen als Bäcker, habe die auch zu Ende gemacht. 2011 war ich mit der Ausbildung fertig und habe bis 2016 dann auch als Bäcker aktiv gearbeitet. Musste dann aber aufhören durch das tägliche Arbeiten mit dem Mehl, mit dem Mehlstaub. Ich habe keine typische Bäckerlunge gekriegt, sondern ich habe Probleme mit der Haut gekriegt, dass die ganze Haut spröde geworden ist. Und das ist so extrem geworden, dass ich wirklich nicht mehr weiterarbeiten konnte. Es ging nicht mehr, es war ein schöner Beruf, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat sich natürlich absolut bestens gepasst mit meinem Nebenberuf hier daheim. Aber hat sich zerschlagen. Ist leider nicht mehr. Aber ich habe, wie gesagt, auf jeden Fall mal Bäcker gelernt. Und deswegen kann ich das Ganze noch einigermaßen. Aber es kann jeder lernen, das ist kein Problem. Da muss man kein Bäcker dazu sein. Sowas, das lernt sich von ganz allein. Wenn man es öfters macht, klappt es auch. Gut. Und freue mich auf neue Videos im neuen Jahrzehnt. Ja, schauen wir mal. Wir haben jetzt ein neues Jahrzehnt. Das sind jetzt 20er Jahre. Im 21. Jahrhundert. Und gucken wir mal, was diese 20er Jahre so mit sich bringen. Ich meine, viele Veränderungen gibt's. Neue Düngeverordnungen und. Die ganzen Verschärfungen zwecks Düngen. Das ganze Hickhack dort mit immer mehr Betriebe machen zu und. Ich bin gespannt, was die Jahre bringen. Man macht sich natürlich viele Gedanken. Es sind jetzt zum Jahreswechsel ja einige gewesen. Auch auf Instagram, wo man gesehen hat, die sich ernsthaft Gedanken machen, wie das Ganze wohl weitergeht. Aber ich sage mal so, wir blicken nach vorne. Wir werden sehen, wie es kommt. Ändern können wir sowieso nicht oder nicht viel. Also gerade wenn das Wetter verrückt spielt, dass wieder ein trockenes Jahr kommt. Wer kennt es nicht? Da änderst du nichts. Ich meine, du kannst nach da oben beten, kannst hoffen, dass ein Regen kommt, aber wenn keiner kommt. Naja, und zum anderen, ja, die Probleme mit unserer Politik,
Wir müssen uns dagegen stellen, immer wieder, das ist ganz klar. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, das habe ich schon mal gesagt in dem Video, es ist jetzt bei den Bauern gerade wieder, Bauern in Anführungsstrichler, bei den Bauern wieder das große Sprechen davon, ja, wir müssen jetzt alle zusammenhalten, wir müssen uns jetzt zusammen da und Zusammenhalt ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, so war der jetzt die ganze Zeit im Endeffekt rumgerufen und so wollen sie es ja haben. Aber diesen Zusammenhalt sehe ich ganz ehrlich gesagt immer noch nicht. Es sagen zwar immer wieder die Leute, wir müssen zusammenhalten. Aber wenn ich dann teilweise sehe, gibt es immer noch Querschläge, die dann sagen, nur du mit deinem Clanbetrieb, hör auf, mach dicht. Oder die questen dann rum, ja, der Claner da, der kann ja sowieso nichts mehr und der bringt seine Scheiße nicht mehr an und Viechhaltung, die lohnt sich ja eh nicht und soll er halt den ganzen Scheiß aufgeben. Also unter Zusammenhalt verstehe ich da ehrlich gesagt was anderes. Der Zusammenhalt muss besser werden und ich denke, dann können wir auch was bewegen. So, aber jetzt weg von der Politik. Ich komme vom Hundertsten ins Tausendste, ihr kennt es ja. So. Dann, TobiObi11 hat gefragt, frohes neues Jahr, Pizza war fies, will ich auch welche. Wie gesagt, selber machen, kein Problem. Wenn du das Rezept willst, ich kann es dir auch gerne nochmal zukommen lassen. Du hast mal gesagt, unten auf dem Bach, unten auf Grünland an dem Bach oder was das ist, kannst du nicht mehr so direkt düngen, wegen der neuen Düngeverordnung. Sag mal, würde das gehen, wenn du effektive Mikroorganismen ausbringst? Puh, keine Ahnung. Damit habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Erfahrung, ob das funktionieren würde. Was die neue Düngeverordnung jetzt dann mit sich bringt, müssen wir erst einmal sehen. Es war ein vorläufiger Plan, dass wir die ersten 10 Meter von der Fläche jetzt nicht mehr düngen dürften. Ob das Ganze jetzt so kommt oder nicht, wissen wir allerdings noch nicht. Der Bach da unten ist nicht das ganze Jahr wasserführend, das ist einmal das eine. Der ist nur periodisch wasserführend. Das nächste ist, das Ganze ist eine Böschung, die ist 50 Meter lang, geht 50 Meter schräg nach unten und unten bis zu dem Bach hin sind es dann auch nochmal 10 Meter. Keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob sie sich das schon angeguckt haben. Wir sprechen auch davon, der Bach, der ist unten innerhalb von lauter Bäumen und Hecken. Mal gucken, wird sich zeigen, was daraus kommt, keine Ahnung. Mit Mikroorganismen muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, habe ich keine Erfahrung. Ja, das war's ja schon. Sind ja gar nicht mehr Kommentare. Das andere waren alles ein gesundes neues Jahr und dann guten Rutsch. Das wünsche ich natürlich auch nochmal. Und guten Rutsch nicht mehr, weil wir sind ja alle schon gerutscht. Aber ein gesundes neues wünsche ich auf jeden Fall nochmal. Aber die Kommentare sind wir dann im Großen und Ganzen schon durch. Ja, ich komme im Moment einfach nicht dazu zum Schreiben. Schande über mich. Asche auf mein Haupt. Vielleicht ist es wegen der Faulheit. Ich habe ehrlich gesagt im Moment nicht groß Lust am Computer rumzusitzen. Ich mag es jetzt noch ein wenig gemütlich, wie ich schon vorhin gesagt habe. Man muss nicht immer rennen wie ein Blöder. Das Leben ist eh zerkotzt. Man weiß eh immer nicht, was morgen ist. Ich meine, ich arbeite in einem Beruf, wir arbeiten mit Strom. Kann durchaus einmal passieren, man langt nur nach Kabel noch, kriegt auch noch geschossen und steht nicht mehr auf oder so. Aber ganz alltäglich, ich meine, ich sehe es im Bekanntenkreis, wie schnell kann es zu Ende sein, wie schnell ist das Leben vorbei. Und von daher, man soll es vielleicht doch einmal genießen, die Zeit, wenn alle daheim sind, wir haben alle Urlaub. Bis auf meine Schwester, die hat leider keinen gekriegt, aber der Vater hat Urlaub, die Mutter ist daheim. Ja, wir haben ruhig. Mein Bruder ist daheim, ich bin daheim. Man kann das Leben auch mal genießen. Man muss nicht jeden Tag rennen wie ein Blöder und wie ein Geisteskranker und kann einfach einmal ein wenig entspannen, Ausruhen, abschalten. Ist auch nicht verkehrt. So, jetzt haben wir einen Haufen gelabert. Ja, wie gesagt, ein Livestream, entweder dann am Freitag, also wenn ihr das Video gesehen habt, heute Abend oder am Samstagabend, muss ich mal gucken. Und ja, was dann so die nächste Zeit passiert, das werdet ihr sehen. Also ich hoffe jetzt, wie gesagt, im neuen Jahr, dass doch ein wenig mehr passiert.
der gute Vorsatz fürs neue Jahr, bevor mich da jemand fragt. Gute Vorsätze habe ich natürlich auch gehabt. Ob sie sich wieder alle einhalten lassen oder nicht, keine Ahnung. Ich habe mir dieses Jahr nicht den guten Vorsatz genommen, dass ich eine Garage baue. Das hat nämlich im letzten Jahr nicht funktioniert, nachdem ich es gemacht habe. Also probieren wir es mal, wenn wir es nicht machen. Vielleicht klappt es ja dann. Was ich aber auf jeden Fall vorhabe, die Kartoffeln unten ein bisschen intensivieren. Das heißt, die Kartoffeln erst am 18. Mai rein und dann wochenlang gar nichts machen und dann vielleicht irgendwann einmal auf die Idee kommen, wir können auszupfen im August. Ist vielleicht nicht ganz so optimal gewesen, gebe ich ja zu. Vielleicht das einmal ein bisschen besser hinkriegen. Weil ich sehe, ja, es sind da noch andere Sachen. Das neue Jahr bringt neue Aufgaben, bringt ein neues Glück. Ich habe ja gesagt, ich kriege jetzt dann eine Dexterrind, jetzt im neuen Jahr. Diese Woche klappt es leider nicht mehr. Wäre schön gewesen, weil ich ja Urlaub gehabt habe. Aber es wird wohl nach dem 12. werden. Sage ich an der Stelle nochmal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich sage es jetzt hier halt nochmal. Also es wird irgendwann nach dem 12. sein. Und ja, dann geht es da auch voran. Dann probieren wir da auch neue Sachen aus. Ja, und ansonsten, ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, weil eigentlich gibt es nicht mehr viel zu sagen für das Video. Ich glaube, wir sind durch. Ich sage auf jeden Fall, tut mir leid, dass jetzt eine große Bulldog was gekommen ist, aber ihr wisst ja, ich habe im Moment nicht so viel Mist zu verfahren. Hat sich jetzt ganz gut eingespielt, es ist Winter. Und ich habe trotzdem nicht so viel Mist, den ich verfahren muss. Das ist optimal. Ist vielleicht nicht optimal, weil ich dann nicht so viel Mist für meine Flächen habe. Aber egal. Ich weiß, wo ich welchen kriegen kann, wenn es ist. Von daher, da mache ich mir keine Gedanken. Aber es ist nicht ständig, dass ich Mist verfahren muss. Es ist aktuell nicht, dass ich mit dem Bulldog was fahren muss. Es steht noch ordentliches Futter zu holen. Das auf jeden Fall. Das wird noch passieren. Wann ist natürlich die Frage, es muss auch passen bei die Leute, wo ich es hole. Und dann wird man schon sehen. Also, ja. Es geht jetzt auswärts. Die Doch werden wieder länger. Es geht wieder das neue Jahr in der Landwirtschaft los. Und dann werden mit Sicherheit auch wieder viel, viel neue Sachen passieren. An der Stelle mache ich jetzt lieber mal Schluss, weil sonst labere ich euch da die Ohren voll und ihr sagt dann hinterher, um Gottes Willen, jetzt geht es so weiter wie im alten Jahr. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Es lässt sich halt nie ganz vermeiden, dass viel mit Gelaber ist. Es ist halt nur mal ein Videoblog, also quasi wie ein Videotagebuch, kann man sagen. Und ich erzähle, was halt gerade so aktuell passiert. Ist ganz klar, das lässt sich nicht vermeiden. Wenn gerade nicht so viel los ist, ist halt gerade nicht so viel los. Müssen wir es ruhig angehen lassen. Lasst ihr es auch noch ein wenig ruhig angehen, falls ihr einen Urlaub oder was habt. Wenn da alle schon wieder auf der Arbeit seid, dann ja, lasst es vielleicht auch noch ein bisschen ruhig angehen, wenn euer Urlaub zu Ende geht. Macht nicht gleich wieder so viel Stress. Denkt auch mal an euch. Ah, okay, die nächste aus. Okay. Christbaumbeleuchtung geht aus. Die Batterien waren langsam leer. Ja, wie gesagt, das war's für dieses Video. Lasst euch überraschen, was dieses Jahr passiert. Es werden viele neue Sachen passieren, das ist auf jeden Fall klar. Es wird neue Sachen zu sehen geben und es wird auch wieder mit Maschinen restaurieren oder Maschinenwartung oder sowas wird auf jeden Fall auch noch kommen. Alles zu seiner Zeit, vielleicht jetzt gerade nicht im Augenblick, aber früher oder später sowieso. Ich wünsche euch jetzt was. Ein schönes Wochenende und bis zum Stream. Euer Michel.